Der Mopsorden. Heutzutage muss man sich gar nicht mehr mit spezifischen Bereichen befassen, um zu wissen, dass es mehr oder minder geheime Logen, Orden und Gruppierungen gab und gibt, die abseits der Masse ihr vermeintliches Unwesen treiben oder mal getrieben haben. Ob das nun politische, okkulte, spirituelle oder anderweitig interessierte Vereine sind, es wird jeder schon mal von irgendeinem gehört haben. Seien es zum Beispiel Freimaurer, Gnostiker oder Rosenkreuzer, dem Ordo Templi Orientis oder Hermetic Order of the Golden Dawn, der Thelema-Bewegung, irgendwelchen angeblichen Nachkommen der Tempelritter, bis hin zu Bohemian Grove, den Illuminaten, Kabbalisten, Bilderbergern und wie sie alle heißen. Aber habt ihr schon mal vom Mopsorden gehört? Ja, genau, vom Mopsorden. Ich kannte den bis vor kurzem auch noch nicht, bis ich bei einer Recherche zu was ganz anderem darüber gestolpert bin und musste mich erstmal vergewissern, ob ich richtig gelesen habe, aber ja, es gab tatsächlich mal einen Mopsorden. Während im 17. und 18. Jahrhundert die Aufklärung durch Europa zog, schossen gleichzeitig bis ins 19. Jahrhundert unzählige okkult-spirituelle wie intellektuelle Gesellschaften, Logen und Verbände überall wie Pilze aus dem Boden. Die Kirche fing einerseits an, ihre Macht zu verlieren, war aber andererseits nicht bereit, so einfach aufzugeben. Und so erließ Papst Clemens XII. Am 28. April 1738 die päpstliche Bulle In Eminenti Apostolatus Specula, die es Katholiken verbot, den Freimaurern anzugehören. Denen drohte von Seiten der Kirche damit eine sofortige Exkommunikation, wenn sie den Bund nicht freiwillig verließen. Der Papst beklagte, dass diese sektenartigen Gruppen, die neben Katholiken auch Protestanten und sonstige Gläubige aufnahmen, im Geheimen agierten und dementsprechend wohl was zu verbergen hatten, verkommen und pervers seien, denn sonst hätten sie nicht so einen großen Hass auf das Licht. Dieses Gesetz ist übrigens laut einer Aussage des Dikasteriums für die Glaubenslehre, das ist eine offizielle Behörde vom Vatikan, von 1983 angeblich noch heute gültig. Diese Bulle soll dazu geführt haben, dass je nach Quelle entweder 1738 oder 1740 in Frankreich oder Wien der Mopsorden gegründet wurde, und zwar von Clemens August aus dem Hause Wittelsbach, Herzog von Bayern, Erzbischof von Köln und damit auch Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches und Landesherr des zugehörigen Erzstiftes, ferner fast 30 Jahre lang Hoch- und Deutschmeister des Deutschen Ordens und laut Freimaurer-Wiki auch in einige Grade eingeweihter Freimaurer. Peinlichst genau wurde darauf geachtet, nichts in die Statuten aufzunehmen, was den Papst gegen die neue Vereinigung aufbringen könnte, wie zum Beispiel den Eid der Freimaurer, der durch das einfache Ehrenwort des Aufzunehmenden ersetzt wurde, dass die Mitglieder die Geheimnisse des Ordens nicht nach außen tragen würden. Außerdem waren nur Katholiken zum Beitritt berechtigt, obwohl es angeblich Ausnahmen gegeben haben soll, aber das war das oberste Gebot, wenn es um die Aufnahme in den Orden ging. Und um das Ganze dann noch harmloser darzustellen, wurden auch Frauen im Orden erlaubt, was zu jener Zeit noch nicht so selbstverständlich war wie heute, dass Männer und Frauen überall gleichrangig Zugang hatten. In seriösen Kreisen hatten Frauen nichts verloren. Aber damit war der Papst zufrieden und der Mopsorden ward geboren. Beziehungsweise noch nicht ganz. Er hatte noch keinen Namen, da man nicht genau wusste, wie man die vielen Eigenschaften des Ordens in einem einzigen Symbol unterbringen konnte, die da lauteten: Treue, Ergebenheit, Vertrauen, Bescheidenheit, Beständigkeit, Zärtlichkeit, Sanftmut, Leutseligkeit, Liebe und Freundschaft. Und wem das Wort Leutseligkeit fremd ist, das bedeutet so viel wie Freundlichkeit und Umgänglichkeit. Ja, aber vermutlich ahnt ihr schon, wo das jetzt hinführt. Genau,
All diese schönen Beschreibungen treffen auch auf einen Mops zu. Und Heureka, damit hatte man ein Symbol, um all diese Tugenden, das Sein und Bestreben des Ordens zu versinnbildlichen. Ob die Absicht des Ordens wirklich ernst gemeint war oder nur als Spaß und der Unterhaltung dienen sollte, kann man nicht wirklich sagen, da es wohl schon damals nicht ganz klar war und unterschiedliche Aussagen der Teilnehmer gegeben haben soll. Sicher war aber, dass der Orden, ganz wie die Freimaurer, Zeichen und Worte besaßen, an denen sie sich erkennen konnten, Riten und Zeremonien für ihre Zusammenkünfte hatten und auch die Posten wie Sprecher, Sekretäre, Schatzmeister und so weiter wie die Freimaurer vergaben. Es gab einen Obermeister, der sein Amt auf Lebenszeit behielt, aber ansonsten wurde der Orden vom Großmops und der Großmopsin geleitet. Abwechselnd hatte jeweils einer von den beiden für 6 Monate das Sagen und mit ihnen wurde jedes Mal ein neuer Stab gewählt. Jener bestand entweder nur aus Männern oder Frauen, je nachdem, ob gerade Mops oder Mopsin regierte, und nach 6 Monaten gab jeder seinen Posten wieder ab, durfte aber den Titel behalten. Wenn jemand in den Orden aufgenommen werden wollte, musste derjenige sich an ein Mitglied wenden, damit jenes ihn bei einer Versammlung vorschlagen konnte, und wenn auch nur ein einziger des Ordens dagegen war, wurde die Aufnahme abgelehnt, sofern es eine gute Begründung gab, denn einfach nur Nein sagen war kein Argument. Wenn die bittende Person aufgenommen werden sollte, wurde ihr ein Briefchen mit Zeit und Ort übermittelt, für gewöhnlich die Loge, und für alle Ordensmitglieder bestand bei der Aufnahme eines neuen Mitglieds Anwesenheitspflicht, die nur im Falle einer sehr, sehr schweren Krankheit aufgehoben werden konnte. Wer ansonsten fehlte oder nicht pünktlich da war, bekam eine Geldstrafe auferlegt, die während der 3-stündigen Zeremonie jede Viertelstunde erhöht wurde. Während also die Anwesenheit der Mitglieder geprüft wurde, war der neu aufzunehmende in einem anderen Raum mit einem Mops, also einem anderen Ordensmitglied, der ihn noch ein letztes Mal prüfte, ihm die Regeln erklärte und ihn auf das, was gleich folgte, vorbereitete. Dann wurde er abgeholt, ein letztes Mal gefragt, ob er wirklich beitreten will und, wenn der Aufzunehmende bejahte, wurden ihm die Augen verbunden und er wurde zur Tür der Loge gebracht. Auf sein Klopfen hin wurde dem Aufzunehmenden jedoch nicht geöffnet, auch nicht auf sein dreimaliges Kratzen. Erst wenn er das Kratzen an der Tür mit einem hingebungsvollen Jaulen wiederholte, wurde ihm Einlass gewährt. Man legte ihm ein Halsband an, dann bekam er eine Kette in die Hand als Sinnbild der Dienstbarkeit des Hundes in Ansehung des Menschen und dann wurde er in den Raum hineingebracht und 9-mal um einen Teppich mit eindeutig von den Freimaurern entlehnten Symbolen geführt. Dabei machten die herumstehenden Ordensmitglieder einen Mordslärm und je nach Quelle wetteten und jaulten sie oder machten mit Gegenständen, die sie hielten, Degen, Ketten, Stöcken und dergleichen, Krach und schrien Memento Mori, Memento Mori, also bedenke deine Sterblichkeit oder bedenke, dass du sterben musst. Im Idealfall ließ der Aufzunehmende sich von dem Radau möglichst nicht aus der Ruhe bringen und bewies Standhaftigkeit, was laut einer Beschreibung zum Beispiel im Falle einer Frau schiefging, die sich dermaßen erschreckte, dass sie wohl ohnmächtig umkippte und daraufhin hinausgetragen wurde, wobei sie die Augenbinde aufbehalten musste, bis sie ganz aus der Loge draußen war. Es sollen sich aber auch etliche Männer bei diesem Teil des Aufnahmerituals schon nicht gerade mit Ruhm bekleckert und als Weiber gezeigt haben, wie der Verfasser eines der mir vorliegenden Textes anmerkt. Ich zitiere, man siehet welche, denen die Knie so stark zittern, dass sie kaum stehen können. Andere schwitzen große Tropfen. Etliche fallen gar ohnmächtig in die Arme ihres Führers. Alles dieses machet der Versammlung ein entzückendes Schauspiel. Das Geschrei wird weniger kläglich und mit großem Gelächter vermischt. Auch selbst die Ernsthaftigkeit des Großmeisters leidet Veränderung dabei.
Dann begann das eigentliche Aufnahmeritual, bei dem dem Aufzunehmenden weitere Fragen gestellt wurden, ob er wirklich entschlossen ist, den Verordnungen gehorchen und die Geheimnisse hüten will und ob er denn alles hätte, was ein Mops haben müsste, woraufhin man seine Zunge untersuchte und ihn noch weiter veräppelte und einzuschüchtern versuchte, wie zum Beispiel, dass man ihm mit einem glühenden Stab ein Zeichen auf die Zungen brennen würde, was natürlich nicht der Fall war. Dennoch konnte der Aufzunehmende dabei durchaus noch durchfallen, wenn er sich zu ängstlich gab. Zu guter Letzt stellte man dem Aufzunehmenden die Frage, ob er die Brüder und schließlich den Hintern des Mopses oder des Großmeisters küssen will, und anscheinend mangelte es bei dieser Antwort stets an der nötigen Begeisterung des Aufzunehmenden, der versuchte, sich aus beidem rauszureden, bis man ihm schließlich das Hinterteil einer Mopsfigur gegen den Mund drückte und ihn zu dem Kuss auf den Mopshintern zwang. Damit war dann der Großteil der Aufnahmezeremonie erledigt. Der Aufzunehmende wurde mit der Kette am Halsband an den Tisch des Großmopses gezogen, der dem Aufzunehmenden das letzte Versprechen, das jener ablegen musste, vorsagte, das der Aufzunehmende dann nachsprach. Als letztes fragte der Großmops ihn, ob er das Licht sehen will. Und wenn der Aufzunehmende mit Ja antwortete, wurde ihm die Augenbinde abgenommen, und damit war er jetzt ein Mitglied des Mopsordens, umringt von seinen Brüdern, die ihm den Degen präsentierten, und Schwestern, die einen Spiegel oder anderen Gegenstand ihres Schminktisches entgegenstreckten. In der anderen Hand hielten alle eine Figur eines Mopses, und dann wurden dem neu Aufgenommenen erst einmal die geheimen Zeichen und Worte des Ordens beigebracht. Ich zitiere hier eine Beschreibung derselben und kann euch nur raten, das mal mitzumachen und dann in einen Spiegel zu gucken. Es sieht genauso dämlich aus, wie man sich dabei fühlt. Das erste Zeichen wird gemacht, indem man den mittleren Finger stark auf die Nasenspitze drücket, die zween anderen an die zwei Enden des Mundes, den Daumen unter das Kinn, den kleinen Finger frei und ausgestreckt hält und die Spitze der Zunge an der rechten Seite des Mundes herausragen lässt. Ja, also ich persönlich hätte da ja jetzt noch ein Wuff eingefügt, aber gut, mich hat keiner gefragt. Bei diesem Zeichen gab es auch ein paar Varianten, dass manche Logen statt dem Daumen den kleinen Finger unter das Kinn legten, die Zunge statt auf der rechten, auf der linken Seite heraushängen ließen oder abwechselnd auf beiden Seiten. Und wieder andere teilten das Zeichen in zwei Teile, dass sie erst die Fingergesten machten und danach die Zunge rausstreckten. Das zweite Zeichen bestand darin, dass sie die Hand auf das Herz legten, ohne das Winkelmaß dabei zu machen, wie das bei den Freimaurern üblich war. Ich bin mir leider nicht sicher, wie letzteres aussieht, ob damit die versteckte Hand gemeint ist oder ein anderes Zeichen, aber gut, die Hand aufs Herz legen ist ein sehr weit verbreitetes Symbol. Vielleicht sind das ja alles noch geheime Mitglieder des Mopsordens, wer das heutzutage macht, also ja, wer weiß. Und das geheime Passwort, an dem die Brüder und Schwestern sich ferner erkennen würden, lautete Murr, was wohl auf das Knurren des Mopses zurückzuführen war. Gut, die Zeremonie ging nach Erlernen der Zeichen und des Wortes mit weiteren Versprechen und Eiden weiter. Es wurden weitere Gesetze erklärt, wie auch die Zeichen auf dem Fußboden, die dann noch in das Ritual mit einbezogen wurden, was ich gerne noch einmal zitieren möchte. Mitten im Saale war ein Kreis über ein Quadrat geschlagen, in dessen vier Ecken ebenso viele Kerzen brannten. Im Zentrum befand sich der Umriss eines Mopses, mit dem Kopfe nach Osten und zu dessen beiden Seiten zwei Säulen, von denen die rechte die Treue und die linke die Freundschaft vorstellen sollte. Ihre Füße versinnbildlichten die Aufrichtigkeit und die Beständigkeit. Zu Häupten des Mopses führte ein Tor in den Palast der Liebe mit seinem Schornsteine der Ewigkeit. Das Pflaster oder vielmehr der ganze innere Raum des Kreises war mit Herzen bestreut, welche mit dem Bande des Vergnügens,
dass westlich in dem dort befindlichen Gefäße der Vernunft seinen Ursprung hatte, zum größten Teil umschlungen waren. Das Übrige des Platzes diente zur Ausschmückung mittels beliebiger Freundschaftssymbole. Was es bei diesem Vorgang auch noch zu beachten galt, war, dass die Figuren mit Kreide auf den Boden gemalt werden mussten, damit man sie hinterher wieder wegwaschen konnte. Denn wenn man sie auf ein Tuch zeichnete, verstieß man damit gegen die Regeln des Ordens. Und damit war der formelle Teil der Aufnahmezeremonie dann beendet. Sofern es kein separates Esszimmer gab, wurde eine gedeckte Tafel in den Raum getragen, an dem alle gemeinsam Platz nahmen. Eine Sitzordnung gab es nur für eine Handvoll Personen um Großmops und Mopsin herum. Der Rest konnte sitzen, wie er wollte, wobei, der Annehmlichkeit wegen, Mann und Frau immer abwechselnd nebeneinander sitzen sollten. Und dann wurde, nach diesem ernsten Ritual, erst einmal ausgelassen geschmaust, getrunken und gefeiert. Der Orden war unerwartet erfolgreich und soll sich recht schnell in Frankreich, aber auch England und Holland ausgebreitet haben. Laut einer Quelle bestand er angeblich nur 10 Jahre lang, laut einer anderen fand er mit der Französischen Revolution sein Ende. Auf jeden Fall wurde er 1948 in Göttingen verboten, da er zu sehr in Verruf stand, freimaurerische Elemente zu enthalten, und man es auch nicht gerne sah, wenn die Studenten der Stadt sich dort, oft noch mitsamt den Professoren, herumtrieben und so ausschweifend zügellos verhielten. Ein anderer Grund für seinen Untergang soll die Schrift gewesen sein, die ich als Hauptquelle verwendet habe, nämlich das 1745 erschienene Büchlein »Der verratene Orden der Freimäurer« und das offenbarte Geheimnis der Mopsgesellschaft, das ich glücklicherweise in deutscher Übersetzung finden konnte, denn das Original wurde in französischer Sprache verfasst und meine Französischkenntnisse waren noch nie die besten. Der Autor war ein gewisser Gabriel-Louis Perrault, der sich zwar als Abt bezeichnete, aber nie zu einem Priester geweiht worden war. Stattdessen war er Prior an der Sorbonne und an etlichen Schriften zu den Lebenswerken berühmter Männer Frankreichs beteiligt. Inwieweit seine Ausführungen des Mopsordens der Wahrheit entsprechen oder nicht, kann ich natürlich leider nicht beurteilen, aber sie decken sich weitestgehend mit einem anderen Text, den ich als zweite Quelle herangezogen habe, von einem mir ebenfalls unbekannten Schriftsteller namens Gustav Ratz, 1879 verfasst. Der Mopsorden, ein kulturgeschichtliches Kuriosum. Jener bezog sich als Quelle auf ein 1756 in einem Berliner Verlag erschienenes Buch, über das ich ohne Titel leider nichts in Erfahrung bringen konnte. Ob es sich dabei um das oben genannte Werk von Perrault handelt, kann ich auch nicht beurteilen, das 1745 in Leipzig herausgebracht wurde, aber die vom Mopsorden zitierten Frage- und Antwortspiele sind auf jeden Fall identisch und die vielen anderen Beschreibungen stimmen auch überein. Vielleicht hat dann einer vom anderen abgeschrieben, vielleicht auch nicht. Wir werden es nie erfahren. Und im Grunde ist es doch auch egal. Wichtig ist, dass uns die Überlieferung des Mopsordens erhalten blieb und wir alle eine Runde schmunzeln konnten. In diesem Sinne, Murmur allerseits, ich danke euch herzlich fürs Zuhören und eure Zeit und konnte euch hoffentlich etwas neues Wissen vermitteln. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn ihr Bock auf mehr so albernes Zeug habt, abonniert doch einfach den Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüssi, eure Anja.